Hallo und herzlich willkommen. Für heute habe ich ganz einfaches Muster wieder für euch vorbereitet. Und zwar ein Ajourmuster mit 6 Maschen und 8 Reihen. Man strickt diese Muster wirklich sehr, sehr einfach. Ich würde mit euch 2 Rapport stricken. Wir kommen gleich zur Skizze, dass ich dir das erklären kann. Die von euch, die das nicht das erste Mal bei mir sind, die wissen, dass im Blau zeichne ich rechte Maschen. Das sind 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Das sind 2 Maschen zusammen, die sich nach links biegen. In Grün haben wir die Umschläge und dann haben wir hier in der 4. Reihe und nachher auch in der 8. Das heißt, ich würde mit euch jetzt die 2. Reihe auch machen, stricken, und die 8. würden wir auch zusammen stricken, weil wie du siehst, hier am Ende die 6. Masche und dann sofort 1. Masche hast du wieder Umschlag. Das heißt, du hast 2 Umschläge hintereinander. Deswegen zeige ich euch, wie man die 2 Umschläge in den geraden Reihen strickt. Das heißt, hier haben wir eine Masche rechts verschränkt. Aber das Ganze zeige ich dir. Wie ich schon sagte, Maschenzahl teilbar durch 6 plus 2 Randmaschen. Die Randmaschen hast du nicht, wenn du in Runden strickst. Die geraden Reihen, da strickst du die Maschen so wie die erscheinen, und die erscheinen überall als linke Masche. Nur hier, aber das zeige ich euch, strickst du verschränkt eine rechte Masche. In geraden Runden strickst du die alle Maschen nach rechts. Die erste Reihe, die Randmasche, die hebe ich, und dann haben wir im Blau eine rechte Masche, im Grün hast du einen Umschlag. Dann 2 Maschen zusammen verschränkt, das heißt, die rechte Stricknadel hinter den 2 Maschen Faden holen. Dann kommen 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Das heißt, die rechte Stricknadel schiebst du unter den 2 Maschen, aber von vorne holst du den Faden und die Masche, die hier entsteht, biegt sich in die rechte Richtung. Dann kommt wieder im Grün ein Umschlag und im Blau eine rechte Masche. Zweites Rapport, eine Masche rechts, ein Umschlag. 2 Maschen zusammen, die sich nach links biegen, verschränkt. 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, also von vorne unter den 2 Maschen die rechte Stricknadel schieben, den Faden holen. Das war nicht so, wie ich das möchte. Heute ist Montag. So, und dann kommt ein Umschlag und eine Masche rechts. Das war jetzt die erste Reihe. Die 2. strickst du alle Maschen nach links. Die 3. Reihe, die Randmasche. Eine Masche rechts, 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also die rechte Stricknadel schiebst du unter den 2 Maschen, aber von vorne, holst den Faden und somit machst du 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Wenn du hier guckst, die Masche, diese kleine Zöpfchen, biegt sich in die rechte Richtung. Dann kommen 2 Umschläge, einmal und zweimal. Und 2 Maschen zusammen, die sich nach links biegen, also verschränkt. Und jetzt das kleine Zöpfchen oder die kleine Masche, die hier entstanden ist, biegt sich in die linke Richtung. Danach kommt eine Masche rechts. Und wir machen jetzt 2. Rapport. Eine rechts, 2 zusammen, die sich nach rechts biegen, also von vorne, Faden holen. 2 Umschläge, 1, 2. Und 2 Maschen zusammen, die sich nach links biegen, also verschränkt. Eine Masche rechts und bei mir ist schon die Randmasche. Und dann wendest du die Arbeit und die 4. Reihe, die gerade 4. Reihe, stricken wir zusammen. Und zwar, als erste haben wir die Randmasche. Dann kommen 3 Maschen links. 1, 2. und die 3.
Den ersten Umschlag hier strickst du nach links. Und dann haben wir noch einen Umschlag. Den stricken wir von hinten, so verschränkt. Faden holen. Okay. Dann kommen zwei Maschen links. Und das war erster Rapport in der vierten Reihe. Jetzt stricken wir zweites Rapport. Drei Maschen links. Das ist das, unser erster Umschlag nach links. Und das zweite Umschlag strickst du verschränkt. Das heißt, rechts verschränkt von vorne. Von hinten, Entschuldigung. So. Und dann kommen zwei Maschen links. Und am Ende haben wir die Randmasche, die ich sowieso nach links stricke. Dann kommen wir zur fünften Reihe, Arbeit wenden. Und die fünfte Reihe strickst du die Randmasche. Dann kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also von vorne Faden holen. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts. Erste. Und die zweite, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, verschränkt. Und dann kommen wir zur zweiten Rapport. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also von vorne unter den zwei Maschen Faden holen. Ein Umschlag, zwei rechte Maschen, eine und die zweite. Ein Umschlag und zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen. Die stricken wir verschränkt und die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst die sechste Reihe, alle Maschen nach links. Die siebte, vorletzte Reihe, eine Randmasche, dann haben wir einen Umschlag und zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen. Also stricken wir die verschränkt, die zwei nächsten Maschen. Dann kommt eine rechte und die zweite rechte Masche. Dann haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Von vorne unter den zwei Maschen Faden holen. Ein Umschlag. Und zweites Rapport. Und schau mal, jetzt haben wir am Ende einen Umschlag. Und jetzt am Anfang von der siebten Reihe haben wir wieder einen Umschlag. Also haben wir zwei Umschläge hintereinander. Nach dem Umschlag stricken wir zwei Maschen zusammen nach links, zwei Maschen rechts, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also die rechte Stricknadel von vorne, Faden holen, fertig. Ein Umschlag. Und die letzte Masche ist die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst deine letzte achte Reihe, die Randmasche. Dann kommt eine Masche links, die zweite Masche links, die dritte Masche links, vierte links, fünfte links und dann haben wir einen Umschlag. Unser erster Umschlag stricken wir nach links und das zweite Umschlag strickst du rechts verschränkt, das heißt von hinten. Wieder eine links, 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 links und links. Und die Randmasche, die stricke ich sowieso nach links. Das war's. Fertig sind wir. Zwei Rapports in der Breite und ein Rapport nach oben haben wir gestrickt. Die Skizze kannst du dir natürlich abschreiben. Wie du siehst, die ist ganz, ganz klein und damit würdest du bestimmt keine Probleme haben. Ich würde mich freuen, wenn du diese Muster für irgendwelche Projekte von dir verwendest und mir vielleicht ein Foto schickst. Du kannst, wie ich schon sagte, auch diese Muster in Runden stricken. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.